Dafür nehmen wir Bewahrung noch mit. Und das da. Und das da. Schutz für Magie haben wir noch nicht. Okay, das wird mit das Wichtigste sein, denke ich. Du zaubern. Also mag jetzt komisch klingen bei Minotauren, aber die können einen instant umbringen. So. Und Beholder und noch mehr Beholder. Und laufen wir mal hier lang. Können wir einen davon töten? Oh. Das sind die Kleinen, ja? Ja. Sehr gut. Und da geht's raus? Geht's richtig raus? Ja, wir sind draußen. Sehr schön. Das ist garstig. So, wir merken uns. Hallo? Gepäckträger. Wir merken uns hier. Geht's zurück. Später. Wahrscheinlich, wenn wir nicht teleportieren können. Was haben wir hier für Häuser? Dolchmeister. Experte Stab. Kannst du das kurz werden? Nö. Bürger. Wasserhexe. Schutzmagier. Oh, was kannst du denn Schönes? Erhöht die Resistenzen aller Charaktere gegen Luft, Feuer. Um 20 Punkte. Der ist gekauft. Sehr teuer mit 10%, aber Schutz gegen alles ist super. Bogenmeister. Nee. Bei dir war schon? Ja, fehlt noch das da. Ledermeister. Kann leider auch keiner von uns werden, glaube ich. Die Druiden? Nee. So, da oben sind große Rocks. Also Vögel, die man sogar hören kann. Sehr schön. Südwesten Niggins war der Wassermensch. Und da scheint noch eine Stadt zu sein. Sehr gut. Mit schön vielen Häusern. Und Geschäften hoffentlich. Und da oben sind noch mehr Häuser. Und ja, sehr gut. Konditionsgroßmeister. Das war der, den wir schon auf der Liste hatten und nicht wollten. Stehlenexperte? Nein. Geistesmagie-Experte. Er hat noch keine Geistesmagie. Meditationsexperte sind wir auch schon. Aber interessant, dass es hier auch noch Expertenlehrer gibt. Ich hoffe, ihr mögt meine Auswahl. Wow. Hallo, interessant aussehender Mann mit einem großen Speer, der Rüstung verkauft. Und funkelnde Augen hat. Ich will hier nicht rausgehen, ohne was zu verkaufen oder kaufen, sonst wird er böse. Nee. Ich weiß nicht, was das ist. So. Danke. Weg. Ihr sucht etwas Scharfes? Besonderes? Oh, doppelter Schaden gegen Untote. Ja, bringt gar nichts, aber Talana will den haben. Danke. So. Zing. Aus Brunnen werde ich bestimmt nicht trinken. Und hier gibt es auch eine Taverne. Komm, tretet ein. 60 Tage Proviant für 2000 Gold. Zimmer für 331. Und Akkumat spielen. Das ist ganz schön happig hier. Und eine Schule. Haben wir noch was zum Ausbilden? Nein. Lehrling. Irgendwas schießt schon. Entschärfen, Großmeister. Unten sehr schickes Haus. Lernenmeister. Hexer. Hexer? Obwohl ich Hexer eigentlich als Anhänger des Pfades des Zwielichts oder der Dämmerung betrachte, sind wir eigentlich Anhänger des Pfades der Finsternis. Ihr müsst entschlossene Anhänger der Finsternis sein, bevor ich euch helfen kann. Also wenn wir uns für böse entscheiden sollten, wäre hier der Weg.
Wenn wir uns für gut entscheiden würden, wäre Talanas Weg bei den Magiern in der Brakada-Wüste. Und da waren wir schon drin. Wassermagiemeister. 4000 Gold. Großmeister lebt in Harmondale. Interessantes Haus für einen Wassermagiemeister. Auftrag. Die Herren von Harmondale. Vielleicht könntet ihr mir von Nutzen sein. Ich denke nicht, dass wir irgendeinen Auftrag hier erledigen können. Aber annehmen könnten wir ihn schon mal. Mein Bruder Halda ist letzten Monat verstorben. Seine Familie wollte mir seine sterblichen Überreste senden, damit ich sie zur letzten Ruhe betten kann. Aber denen, die sie mir überbringen sollten, ist etwas zugestoßen. Sie verschwanden in Niggen und seitdem hat niemand mehr etwas von ihnen gehört. Ich fürchte, die Seele meines Bruders kann niemals Ruhe finden, bis seine Gebeine gefunden worden sind. Bitte findet Halda für mich und bringt ihn zu mir zurück. Ich würde euch stattlich belohnen. In Niggen selber? Also im Tunnel. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Denn es gibt ja zwei Bereiche. Einmal gibt es den Bereich mit den Gogs, die wir one-hitten können fast. Und dann gibt es den Bereich mit den Minotauren und Beholdern und was weiß ich. Und da oben sind ganz viele blaue Punkte, die will ich haben. Weil sie wissen, was sie sind. Und dann haben. Aber diese Rockgeräusche, also von den Vögeln, sind ein wenig irritierend. Ich will jetzt nicht da ganz oben ankommen, sondern runtergeschubst werden. Könnte eine schöne Aussicht geben, wenn das Spiel etwas weiter rendern würde. Du springst. Du springst. Wo wir gerade dabei sind, du Federfall. Genau. Hey, hoch. Okay. So, was haben wir hier? Erz. Mana-Reagenz. Mana-Reagenz. Erz. Wow. Machbar, okay. Nicht runterfallen. Nicht. Wo geht's lang? Da geht's lang. Großer, böser Feuervogel. Großer, böser Feuervogel. Ich sehe nichts wegen den doofen Tannen. Und da ist der nächste. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Alles mitnehmen. Und da kommen noch mehr. Ja, definitiv einmal im Kreis gelaufen. Irgendwas haben wir gerade getötet. Au. Ich hätte gerne mit dir die perfekte Mischung. Pilze. So. Dann hätte ich gerne mit dir Pilze. So. Und dann hätte ich gerne mit dir keine Pilze mehr. Die perfekte Mischung. So. Das tut irgendwie weh. Wow, 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 wow. Wow, okay. Wir brauchen alles kaputt. Du zauber bitte ganz schnell Bewahrung. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Dann springen wir da jetzt runter. Stopp, 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 stopp. Federfall ist inaktiv. Ich dachte, jetzt komm, springen wir da runter, weil wir hatten ja Federfall. Das heißt, wir kriegen keinen Fallschaden. Dann sammeln wir auf, was da rumliegt und mit Talana teleportieren wir uns, ne, in die Stadt zurück. Na, jetzt fallen wir. Wir haben keinen Federfall. Nicht gut? Toll. Wie kann ich den benutzen? Du teleportierst dich jetzt in die Stadt zurück. Oh, und da ist ein Vulkan. Kannst du jetzt teleportieren? Misslung. Misslung? Warum misslingst du immer? Steht da was bei? Der Zauber kann nicht angewendet werden, wenn feindlich gesinnte Monster in der Nähe sind.
Das ist fast immer der Fall. Okay. Wir hocken in einem Vulkan. Oben sind Rocks. Wir haben keine Möglichkeit zu fliegen. Ich denke, wir werden gleich sterben. Irgendeine Möglichkeit wegzukommen? Also erstmal hätte ich gerne, dass sie wieder wach ist. So. Bewahrung haben wir. Dann hätte ich gerne mehr Heiltränke. Mehr perfekte Mischung. Heiltränke. So. Wir müssen eigentlich nur die Rocks töten, richtig? Schwärme. Eis macht fast keinen Schaden. Eis macht fast keinen Schaden. Feuer. So, Stäbe werden im Windeseile und du hältst mir die Keule, falls einer nachankommt. Also ja, Stäbe werden in Windeseile verteilt während des Runterfallens. So, jetzt will ich wieder hoch. Es geht nicht hoch. Nur mit Springen geht's hoch. Es wird ein sehr... Und irgendwann kämpft gegen die Rocks da oben. Vielleicht die Magier aus der Stadt? Wahrscheinlich. Ich denke, wir werden gleich ganz viele Mana-Tränke für sie herstellen müssen, nur um hier wieder rauszukommen. Und wenn wir später Fliegen haben, will ich unbedingt wieder hier in den Vulkan rein, um zu sehen, was da unten liegt. Weil ich kann da jetzt nicht hin runter gucken, weil es zu schräg ist. Oh, da ist was. Heilt mich mal jemand. Oh, 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 oh. Ich werde sie alle töten. Nein, wirst du nicht. Du wirst sterben. Hilfe! Obwohl ihr besiegt worden seid, soll heute nicht der Tod euer Schicksal sein. Kehrt ins Land der Lebenden zurück. Es warten noch viele Prüfungen auf euch. Ja, also... Wir wurden von Greifen zerschnetzelt, unsere Überreste sind in einen Vulkan gefallen und wir sind wieder zu Hause. Unser ganzes Gold ist weg, unsere Ausrüstung ist noch da, nur halt ein wenig beschädigt und unsere Begleiter sind weg. Repariert. Was schade ist, denn der eine war richtig praktisch. So, Plattenrüstung von ihm muss repariert werden. Das kann dahin, das können wir gleich machen. Und dann haben wir eigentlich genau das bekommen, was wir wollten, oder? Den Alchemie-Meister hätten wir noch finden können, ja. Aber der Wassermagie-Meister war wesentlich wichtiger. Das heißt, wir können jetzt hier so ein bisschen weitermachen. Vor allem den Luftmagie-Meister finden und die Flugzauber. Wo war Luft? Stopp, 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 stopp. Wo kam hier? Großmeister der Luft, nein. Meister der Luft in Efli. Okay, das sollte unser nächstes Ziel sein. Wir müssen nach Efli. Wir müssen Meister der Luftmagie werden, wenn sie das nicht schon ist. Und dann den Luftzauber finden. Du bist Luftmeister. Okay, das haben wir doch schon gemacht. Dann brauchen wir echt nur noch die Schule, wo wir den Spruch kaufen können. Also Bracada hatten wir, glaube ich, keine Luftschule gefunden. Das war da alles zu verwirrend. In Erassi gibt es auf keinen Fall einen. In Harmedel ist sie zu niedrig. Im Tal der Hügelgräber sind nur Steine, also Steinzauberer bei den Zwergen. Das heißt, Efli und Tuleranischer Forst bleiben noch. Deja, weiß ich nicht. Aber wir brauchen unbedingt den Flugzauber, was wir gerade gesehen haben. Dann hätten wir fliegen können, wären wir da ganz schnell weg gewesen. Okay. Erstmal Rüstung reparieren. Das Geschäft ist geschlossen. Später. Guten Tag. Wir haben kein Gold zum Reparieren von Rüstungen. Können dich verkaufen. Haben dann hoffentlich genug. Ja, okay. Danke. Muss Gerugon wenigstens nicht nackig rumlaufen. So. Ja. Wir haben ein paar Sachen zu verkaufen. Das kommt zu unserer Alchemistin. Die da noch.
Stab kann zurück zu ihr. Du kannst den Stab in die Hand nehmen. Das kommt zu ihr. Du kannst das in die Hand nehmen. Du hast den Stabanteil verbraucht. Das kann dahin. So. Also, die Steine verkaufen und andere Kinkerlitzchen. In Erassia das Glücksequipment anziehen und die ganzen Erze eintauschen. Vor allem die da sehen sehr schick aus. Und dann wieder hierher zurück und dann zu den Elfen? Oder in einer anderen Reihenfolge? Das erkenne ich nicht. Also das sind die Sachen, die wir jetzt als nächstes so machen sollten. Du. Kann ich euch helfen? Verkaufen. Weg, 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 weg. Das muss ich mir jetzt angucken. Viele. Ich weiß nicht, was das ist. Brauchen wir wirklich noch so stehen ein plus sieben. Kann ich kann euch auch helfen? Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So. Erassia Erze. Effli. Die Magiergilde suchen. Turilianischer Forst. Magiergilde suchen. Das war's an ersten Zielen erstmal. Ja. Guti. Jetzt speichere ich erstmal ab. Und wir sehen uns gleich wieder.